Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Schnell schon gleich von den letzten Body Lobby Folge. Kann ich euch mal kurz zeigen, was mit Rebound abgehen? Wir werden keine Rebound spielen. So sage ich schon mal, geht auf High Wind und All Shot und One Web. Ihr kommt nur noch auf 3,34, wenn ihr Single Shot macht. Hier 4,08 statt 4,59. Wir spielen aber keine Rebound. Heißt, es hat sich alles ein bisschen. Ja, es läuft alles ein bisschen hier scheiße. Ihr könnt nicht mehr so schnell leveln. Was wollte ich natürlich auch spielen? Team Battle. Das machen wir auf jeden Fall 200 AP. High Wind, All Shot. 35 Sekunden, jeder kann schon 1,67. Grund der Aufnahme ist heute, dass Gangnam mal wieder voll geht über Gangnam geht. Ich hoffe, dass es aktualisiert hat. Er hat es noch nicht ganz, aber es fehlen noch 4 Runden bis zu den 10.000 und somit zur neuen Map Crack of Dawn. Einer Map, die sogar sehr schön ausschaut. Es sind bloß die Runden, der muss es ja nicht unbedingt gewinnen. Bei mir schaut es mit den Siegen so aus, dass wir 4.101 haben. Habe ich gerade nachgeschaut, denn Juk lohnt sich halt irgendwie gerade kaum, ne? Oder doch? Ich meine, auf Gangnam und Ben Pen. Wir spielen 200 AP Deathmatch, 4 gegen 4. Ich will nur wenn aufs Update eingehen, habe ich ja gesagt. Und auf den Laserbeam Stream, die Folge kam heute. Warum ich jetzt aufnehme für Freitag, Samstag und Sonntag? Ja, ist hier irgendwo logisch. Wenn ich schon sage, ich bin am Samstag und dann kann ich den Stream nicht machen, kann ich somit am Samstag auch nicht aufnehmen und eine Folge machen für einen Sonntag, beziehungsweise für einen Montag. Deswegen gibt es hier dann natürlich ein wenig eine, ja, Session-Aufnahme wirklich. Und da ist halt jetzt einfach ein bisschen Aufnahmestress, würde ich jetzt mal so sagen. So. Update. Kein 4,1 in 4,59 mehr möglich. Heißt, Leveln geht nicht mehr so schnell, wie es früher mal ging. Es ist schade, nehmt doch nicht den Disco Ball für mal 2, Alter. Es ist schade, dass man nicht mehr so schnell leveln kann. Mir ist es ehrlich gesagt sogar wurscht. Das Schlechte ist halt eigentlich, dass du für. Wenn du Blunder was bekommst. Oder Chopper im Rebound. Nimmer die XP bekommst, die man früher bekommen hat. Bei 4,1 macht ihr 20 Schaden mit Blunderbuss oder so. Habt ihr 81 XP. Ne, 82 XP. Jetzt kriegt ihr halt bei 3,5 nimmer ganz so viel. Das heißt, dabei ist 65. Das hört sich jetzt nach wenig an. 3,5, 65? Ne, irgendwas mit 70, keine Ahnung. Hört sich jetzt nach wenig Unterschied an, aber es rechnet mal auf die Masse hoch. 200 mit Nuke. Und auf 0,5 Unterschied. Das haut schon richtig raus, aber ja, es geht eigentlich nur um die Waffen, die man, wo man es auch schnell braucht, bis man die leveln kann. Finde ich schade. Ich meine, ich will jetzt eigentlich mir kurz vor Blunderbuss, aber ich meine 400 Siege, ne, 900 Siege sind nicht mehr die Welt. Also ich sage, 900 Siege ist halt echt nicht viel. Ich meine, so oft wie ich Folgen aufnehme und so, stört mich das überhaupt nicht, dass es noch 900 sind. Ich hatte ein bisschen was zu tun. Die nächste Woche, da kommen eh die ganzen Update-Waffen. Ist ein bisschen schade, dass es gepatcht wurde. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich finde keinen plausiblen Grund, dass man sowas patchen müsste. Kann ich die, wenn ich da rein? Nee. Ich habe nichts zum Treffen, ne? Boah, lassen vielleicht. So, wir leben noch gleich nimmer. 180 müssen wir noch machen. Sorry für die kleine Pause. Ich komme da eh nicht durch, aber er kommt da nur mit einem Tunnel oder nicht mal mit dem Tunnel. Subsniper, was schießt denn er? Ich kann nicht treffen oder kann ich treffen? Spasser, Riesenexplosion wird vielleicht treffen. Ich mache mit einem. Nicht mal. Ich probiere dann einfach mal. Du weißt ja nie, was abgeht. Nee. Boah, Alter, ich hatte gerade Kurzschiss. Alter, ich hatte gerade Kurzschiss. Puh. Boah, kill nicht mich oder kill nicht dich. Ich schaff das alleine nicht. Was, Ben Pen war mal im Stream dabei. So, sorry für die kurze Pause gerade. Mit dem Update 100. Gear haben wir. Viel gibt's wirklich nicht zum Update zu sagen. Scheiße, ich genau da, wo ich nicht hin wollte. Man, aber kleine Veränderungen. Die größte habt ihr ja.
eigentlich gesehen mit dem 100. Gear, was ich jetzt nicht weiß, ob man bei Level 100 2 bekommt oder wenn man das Spiel anfängt, ob man schon einen hat. Das ist die Frage, die ich selber nicht beantworten kann, weil ich das nicht mehr miterlebe. Also wenn ich einen neuen Account mache vielleicht. So, ich habe gerade ein absolutes Scheißproblem. Hier fick mich ja nur selber. Kommt durch den Wind. Oh, perfekt. Guck mal, wir treffen sogar. Wir treffen sogar. Scheint's nicht schlecht. 16 Grit, 80 Schaden. Also für meinen Schuss war die Runde nicht schlecht. Ja. Update somit abgehakt. Ich habe ne, den Rumble-Effekt habe ich noch vergessen, dass es nicht mehr so wackelt hier das Bild, der Bildschirm. Aber ich habe manchmal auch kritisiert, dass ich nicht mehr sehe, wo ich gerade hinziehe, weil irgendwie. Was waren das immer? Boah, keine Ahnung. Gangnam's 10.000 Runden stehen dann nach 1.120, 33 Stunden. Ne? Genau, 100 Token. War auf das Thumbnail. Und ja, Laserbeam Stream, um es mal kurz anzusprechen. Ich habe noch keine Kommentare durchgelesen, aber ich meine so, wie wollt ihr denn reagieren? Ihr könnt die Folge disliken, aber was bringt es euch? Ändern du es deswegen trotzdem nicht. Ich habe es jetzt gesehen, Dislikes hat sie 3 gehabt nach 3 Stunden. Ich meine, es ist ja immerhin doch meine Sache, dass es nicht geht. Freilich war es ja. Es war kein angekündigter Termin, nein, 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 nein. Es war kein angekündigter Termin, es war ein Vorschlag. Angekündigt wäre, wenn das Video gekommen wäre, ist es nicht. Mittlerweile kann man sagen, danke für 12.000 Abonnenten. Ja, wir machen es mal. Also, wenn wir es so schnell machen, ihr seht es, jetzt bei den Waffen ist es absolut pro ein Fakt. So, jetzt fehlen ihm noch 3 Runden. Ne, 2 Runden fehlen noch. 2 Runden. Wir spielen trotzdem noch ein bisschen. Und dann mache ich hier 1 gegen 1 mit ihm, wo wir die neue Map probieren. Also die Crack of Dawn, die kann man ja mit 8 Spielern machen, bloß ich kann die. Ich habe die selber nicht, da müsste Gangnam der Host sein. Und das ist. Wir könnten es machen, er hostet dich join, andere 6 Leute joinen. Das ist eigentlich sogar ganz gut machbar. Traveler, geht Eminem da durch? Ich meine, ich hätte einen Nuke 84 Win, ist da nicht so gut. Mal gucken, was Eminem jetzt da durchschießt. Splitter, auch nicht schlecht. Probieren wir mal. Pass auf, jetzt kommt's. Nee, er hat's mitgenommen. Ja, als ob. Als ob, Alter. 84 Win, ich hab da mal irgendwas ausgeglichen. Guck mal, 7 Leute treffen. Wer trifft nicht? Ich. Richtig. Ich will den Nuke auf 2 Leute. Jawohl. Jetzt. Aber auf den Millimeter. Und deswegen dachte ich, dass Desync, habe ich ja Update gesagt, vielleicht gepatcht wurde. Wurde es nicht. Also ich glaube Desync, ich habe es immer falsch geschrieben. Man schreibt es mit einem E dahinter. Ich habe es ohne E geschrieben. Ich dachte D-Sync reicht. Ne, ist es aber nicht. Das ist was anderes. Es ist DESYNC. Also Sync ist einfach Synchronisation. Das ist, keine Ahnung, ihr sagt. Das war ein gutes Beispiel, zwar nicht das von irgendwie WoW, ich habe keine Ahnung, das war irgendwie so auf Forum, da ging es auch um Desync. Dass man einen gestanden war, kann sich bei jedem Multiplayer-Spiel nehmen. Aber am einen ist der Boss down und der andere, der lebt halt noch und haut weiter drauf, macht ihm aber noch Schaden, weil der Server nicht richtig synchronisiert, da habt ihr das nämlich schon. Und wenn er nicht richtig synchronisiert, quasi, dass der eine noch draufschlägt oder der andere nicht, dann habt ihr eben den Fall von Desync, weil der eine Boss ist bei ihm down, beim anderen lebt er noch. Das ist der typische Fall von Desync. SSL kannst du es sehen mit, er steht schon, oder die Zeit, das ist eigentlich nur die Zeit, weil du kannst ja nur in dem Zeitlimit vom anderen ist die Zeit abgelaufen, vom anderen noch nicht. Siehe bei mir und bei anderen. Das ist eben der beste Fall von Desync, um das nochmal kurz zu klären. Es hat sich aber nicht verbessert. Das war der drittletzte Punkt, den ich vielleicht falsch übersetzt habe in den Kommentaren. Am besten immer in die Kommentare achten, weil ich schreibe da in letzter Zeit recht viel rein. 16 Wind. Auf Gangnam geht eigentlich nur der Fortress so richtig gut. Und das vielleicht auch auf Spotter? Spotter geht nicht, aber der Fortress. Ich meine, er kommt da sowieso raus. Jetzt kann ich auch mal sagen, Wolfenstein, The Old Blood. Geil. Kommt nicht direkt nach den New Order. Dazwischen kommt ein anderes Spiel. Kleines Puzzlespiel. Nee, ein kleines großes Puzzlespiel.
muss man da schon fast sagen, auch extrem schwer. Dauert deutlich, deutlich länger wie Sub. Hat's echt in sich. Macht aber haufenweise Bock, auch wenn's nicht die beste Idee ist, es um 12 nachts aufzunehmen. Oh, Alter, 100 Schaden. Make it rain macht's. Kommt ein Puzzlespiel erst. Und dann kommt wer über meine Klausuren. Kommt dann irgendwann die Old Blood. Aber ich nehme das schon im Voraus auf. Haben wir fast noch a 4 gegen 1 gemacht, ey. Und ja, 3 gegen 1, was ich glaube, Pylons war schon down. Ich mach's mal so, weil das ist trotzdem noch schnell genug. Können auch 100 HP spielen, aber ich meine, so weit runter wollen wir nicht. Ich kann mal kurz die Siege zeigen, wenn wir hier auf Start drücken. 4103, also 897 noch und runden bald die 7000, dass ihr die Map korrekt auf Dauer die Gangnam jetzt bekommt. Und wie gesagt, ich mache jetzt hier zwei oder drei Folgen. Jawohl. Ich mache jetzt hier zwei oder drei Folgen. Je nachdem, wie. Wie ich Bock habe. Ich meine, ich kann ja auch später noch eine aufnehmen, das nimmt sicher überhaupt nichts. Wir haben jetzt jede Runde jetzt einen Nuke gehabt. Das bringt uns trotzdem nichts, wenn wir Scheißwaffen haben. Also nur weil zwei Level 100 im Team sind, heißt das nicht, dass ihr verloren habt. Wenn ich jetzt kein Nuke, kein Beam, kein Buffland. Oh, sorry, Mate, mit einem 300 Schaden, wir haben sogar alle drei getroffen, das war gut. Deswegen bin ich trotzdem ziemlich down. Ihr müsst, wenn ihr sowas spielt wie wir, nicht jeder auf einen, sondern alle am besten auf einen. Bei vier, weil je mehr Leute ihr gekillt habt, desto weniger Leute können euch Schaden anrichten. Warum schreibst du denn das immer? Das ist ein ganz normales Spiel. Ich stehe halt auch perfekt gegenüber. Kann ich da eigentlich ihm, wenn er schon perfekt gegenüber steht, auch was reindrücken? Ich könnte eigentlich auf Eminem harten Waterfight machen. Ich benutze auch kein Schild, ihr seht, ich habe 94. Irgendwann benutze ich die Schilde, weil ich sappen will, aber noch nicht jetzt. Travelers waren, glaube ich, auch nicht so gut. Gibt bessere Travelers. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen im Schaden im Endeffekt. 63 ja gut, können 140 gewesen sein. Eminem ist down. Hat er denn gespoilt, die Scheiße? Ja, okay, waren doch 200, aber ich glaube nicht nur auf mich. Das müsste auf Gangnam gewesen sein, weil Gangnam ist nämlich auch down. Es war nicht nur auf mich. Deswegen kannst du immer schwer sagen, wie viel dir das gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall besser dran wie Gangnam. Er hat auf jeden Fall gleich die Map. Wir spielen. Ich habe noch zwei Spiele vorher aufgenommen, die ich sehe da aber nicht, weil das waren noch zwei 1 gegen 1 Spiele mit Gangnam, dass wir die Map noch ein bisschen weiter leveln, also wenn wir eine runter leveln können. Also der fünf Spieler, bis auf fünf Spieler hat das gemacht. Ich habe gesagt, komm, spielt bis. Ich bin down. Spielt bis zu. Drei Runde. Ne, lass bis zu drei Runde spielen. Haben wir jetzt auch gemacht, die zwei Spiele, deswegen, das waren glaube ich 3 Minuten oder so. Er wird nicht hochkommen, aber doch müsste eigentlich. Man schaut immer so aus, weil der Tank nur die Reifen hat. Das kannst du nie sagen. Karten will ich hier ehrlich gesagt auch nichts. Beim Juggernaut habe ich gelevelt. Nix habe ich gecuttet. Bin gerade voll raus, ne? Fighter Chat. Ja, wir machen da glaube ich noch eins. Oder zeige ich dir mal was nächste Folge? Ich muss mal gucken, was noch im Update so kam. Oh, lol, mit dem Grid noch. Gucken wir uns auch im Update zur Kameras kommen. Also 100 Gears ist das Wichtigste, Uriba und auch. Die Vierfachbeschleunigung. Das ist auch eine schlechte Idee, eine sehr schlechte Idee. Was kam dann jetzt noch in dem Update, Alter? Ja gut, catch mal online, ne? Ich kann ja auch mal sagen, als das Update doch kam, ich habe das ja aufgenommen. Ich habe das Update aufgenommen um 11:30. Dann habe ich gedacht, okay, wird schon gewesen sein. Dann, 2 Stunden später, ich glaube um 1 oder 12:30 irgendwann, kam noch eins. Dann habe ich gedacht, naja, komm, jetzt trotzdem auf Ketchup. Ich habe nebenbei aber noch hochgeladen, Wolfenstein.
heißt, ich hatte keine Chance. Ich hatte, glaube ich, viermal verpasst oder so. Und dann kam noch mal um 7.55 Uhr. Das war dann, aber glaube, was kam dann da dazu? Da kam immer wieder neuer Scheiß dazu. Ich muss sagen, 7.55 Uhr ist für Catchem ja so. Oh fuck, ich war gestern auf der SSL-Seite. Ich glaube, das war Osten der USA. Weil das sind 6 Stunden. Das ist für ihn quasi 2 Uhr früh. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das Update musst du ja nicht mögen. Da kam ja keine Waffe dazu oder so. Das Update ist einfach nur irgendwas im Hintergrund und. Also, das sehe ich aber gar. Ja, okay, das kann man sehen, aber. Ich meine, mir ist es scheißegal. Mir ist es wurscht, ich habe mal 1 Million XP. Ich habe gesagt, nach der 1 Million XP sind mir die XP-Dinger, die Spielwurscht. Auch wenn man durchgeht 0,24 Spiel-Memes zu rieben, immer wurscht. Immer wurscht. Das ist mir. Ja. Also, wie gesagt, warum ich nichts schreibe, weil hier mein Tastatur. Also, mein Mikrofon steht vor der Tastatur. Und durch den Popschutz ist auch noch die linke Seite ein wenig blockiert. Und das kabel ich über der Tastatur. Molehill? GG. Es wird mal ein Video kommen, wird vielleicht eine einzige Serie, weil ich werde eigentlich nicht mehr viel 4,1 spielen. Ich wollte die 1 Million XP am Jahrestag, habe ich geschafft. Jetzt warte ich auf Updates, wenn Updates kommen, spielen wir 1,82 Deathmatch, 100 HP, All Web, Single Shot, High Wind. Was ist der Sinn dahinter? Neue Waffen, bei One Web habt ihr zwar den höheren Multi, aber die Chance, die zu bekommen, ist geringer. Bei 100 HP und All Web sehe ich direkt, okay, ich habe die Waffe nicht, kann ich meinen Gegner killen. Hat er sie nicht, können wir uns gegenseitig schnell killen mit Laserbeam, Nuke, whatever. Wenn er Nuke Crit habt, ist nach der ersten Runde down. Haben beide die neue Waffe, aber die macht vielleicht mit Crit 140, dann ist es scheiße. Weil dann leidet einer. Also einer verliert dann. Das ist das Problem. Wenn er aber die nur eine hat, dann ist es ganz entspannt, dann ist die Runde eigentlich auch schon fast entschieden und das ist ein schnelles Leveln. Da wird es dann auch, wenn die neuen Waffen kommen, da steht ja New Weapons, mehr wie eine. Ne, wahrscheinlich wieder eine mit 3 Upgrade-Stufen, das wäre gut, wie beim Pixel. Dann lassen wir halt die zweite, dritte Stufe recht schnell haben und die vierte, die machen wir dann. Gut, da will ich dann nicht schnell drauf leveln, aber okay, so, jetzt hoffe ich mal, dass jemand joint. Das Beschleunigen, das fickt mein Brain mal sowas von hart. Ich glaube, dass die Textur vom Blunderbuss da unten ein wenig geändert wurde. Das ist irgendwie ein wenig dunkel, mehr dunkellila. Oder durchspielt das, weil wir jetzt Apache haben und das nicht mehr ausgekielt ist da oben. Ich sehe jetzt, dass Apache hinten noch den Rotor hat. Lol, das Geschütz da vorne. Und hinten noch den Rotor. Und vorne vielleicht noch die Gatling. Hat der Apache denn vorne auch eine Gatling an? Da freut sich einer. Und zwar richtig heftig. Dann haben wir joinet zwar keiner mehr. Ich würde jetzt. Ich lasse. Weißt du was? Wenn er meinst schon Report. Oder was ist jetzt Record? Ja, ja, finde ich aber interessant, weil ich. Ach, das wollte ich noch ansprechen. Die Folge wird ja zu lang. Nee, ich mache in der nächsten Folge. Ich sag's jetzt und sag's nächste Folge nochmal. Das da oben, einfach jeder, also oft schon, ich hab selber schon oft gesehen, bin in der Lobby gejoint, hab was geschrieben, hab wieder gelieft, dass einfach Leute außer mir das da oben hinschreiben. MRXY 2013's Game. Jawohl. Passt das? Na, Gang treffen wir nicht. 17, 18. 19. Schießen auf 18. Schießen auf. Wir müssen auf 18 schießen, wenn Gang nämlich hochgefahren wäre. Wir werden da ein bisschen noch hoch. Ein bisschen runter noch fahren müssen. 400, 2x 160 Grit. Ich weiß nicht, ob das zählt mit 300 Damage in One-Shot. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber 40 XP machen einen guten Anfang. So, jetzt haben wir noch Mega Nuke. Uh...
Ja, ich überlege, ob ich den hinschieße. Also auf jeden Fall, dass mein Gamertag quasi missbraucht wurde, um schnell eine Lobby voll zu bekommen. Ich meine, mir ist es ja relativ wurscht, was ihr macht. Bloß ich hab's in dem Fall halt gesehen. Ich will eigentlich, Gangnam noch einen reindrücken, ne? Warte mal, Mate geht. Oh, sorry, Mate, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich schieße über den Hügel drüber. Hat nicht so funktioniert. Sorry. Passiert. Gut, wir sind mit 0 XP in der Summe raus. 100 Mate, 100 Gegner, bringt uns nichts, aber es war kein Grit. Es waren auf 2 Leute 100. Sonst wäre Gänge nämlich down gewesen. Probieren wir es mal. Ja, ihr könnt euch hinschreiben, aber habt ihr euch Pech gehabt, lieber Leute, dass ich da gerade online war. Finde ich echt schwach, dass man sowas durchziehen muss, dass man halt das Spiel voll bekommt. Aber wer wegen aufpasst und da so schnell nachschaut, wie es bei Kaichem ist, wo jeder Kaichem das Game schreibt, obwohl da Kaichem gar nicht die Lobby macht, weil da steht drunter, das Game unten drunter steht, wer die Lobby hat. Wenn ich, der die Lobby hostet, der hat natürlich auch automatisch einen Namen da stehen. Wenn Gangnam Lobby hostet, steht da Gangnam's Game und unten drunter von Gangnam. Gerade mal, was bei mir bei den Fake Lobbys nicht steht. Weil der Lobbyname steht da, aber da steht leider nicht von MRXY 2013. Der steht da nicht. Und genau, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ihr seht nämlich damals auf Fake Lobbys und was nicht. Also wenn er wirklich mit mir spielen wollt, achtet drauf, wer der Host ist, weil Livestream hoste ich immer. Ich join eigentlich gar nicht mehr am Game. Das ist schon. Das wäre schon eine ganz große Besonderheit, wenn ich mal wieder am Game joinen würde. Das mache ich seitdem ich. Ich glaube, so seit 1000 YouTube-Subs habe ich bestimmt kein Game mehr. Ich bin mal zwischendrin einem gejoint, ja. Aber auch nur aus Spaß und mal gucken, weil es mir wieder geschrieben in den Kommentaren, dass wir wieder random reinjoinen soll. Habe ich dann wieder durchgezogen, aber. Sonst. Sau, soll ich gerne auch noch drauf jetzt, ne? Oder springt raus, ihr Hurensöhne. 6 Leben. Ja. Für die, die es mal erlebt haben, als ich reingekommen bin und hab was geschrieben. Hab da Pech gehabt, dass ich da gerade online war, aber. Wer da joint, wie bei Kaichem, obwohl da nicht Kaichem unten steht. Einfach ein wenig lesen und dann wisst ihr, was abgeht. Könnt ihr von mir aus machen, aber. Ich finde es halt ein wenig schwach. Da mal. So viel kann ich euch sagen. So, wie viel Schaden müssen wir machen? 75 Flaming Arrow hat er. Keine Ahnung, wo ich hinschieße. Oh, ist ja viel zu schwach. Voilà. Ja, one on one, ne? Schauen wir mal und danach. Ne, machen wir nächste Folge. Nächste Folge machen wir die Bubi Map. Ich will 3 Folgen machen. Wir haben jetzt 19:26 Uhr. Wolfenstein kam ja auch vor einer halben Stunde. Was kam ja heute für eine Folge? Also Mittwoch sind wir. Mondoberfläche. Kam heute Mondoberfläche? Naja, ach, die kommt am Sonntag. Ich tue Wolfenstein im Voraus hochladen. Ich hab's ja schon. Ich bin jetzt durch. Kann ja im Voraus hochladen. Nimmt sich ja nichts. Wenn ich Zeit habe und gerade nichts brauche, was Internet zieht. Also zum Beispiel da Rainbow Six Spiel. Da lade ich Wolfenstein hoch, mein Gott. So. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Shellshock Live mit einer neuen geilen Map. Bis dahin, haut rein.